Was soll ich jetzt machen? Wo ist das Huhn da? Echt jetzt? Wenn die mit Dings anfangen? Ja, gut. Unsere Rache. Unsere Rache wird Hühnchen? Way. Ja, okay. Wir wissen. Belassen wir es dabei. Was machst du jetzt eigentlich gerade? Wer, ich? Ich gucke, oder? Oscar, meine ich. Okay. wie geht der Unbreakable, die Modifier? Reinforcements, das ist, zwei Goldingots in die Schmiede reinknallen und dann einfach ohne irgendeine Schablone rausgießen, dass du einen Blank Cast hast. Mhm. Also... so machen. Ja. Und das damit Obsidian umringen. Davon brauchst du 5 Stück für einmal Unbreakable. Du hast den... Nein, hast du nicht. 1, 2, 3, 4. Glaube ich, ein verbackten Draconium-Seed, der will einfach nicht wachsen. Das. Ah, jetzt wächst er. Können wir noch Obsidian oder muss ich schon wieder welches machen? Er muss wahrscheinlich neues machen, ich habe vorhin vieles verbraucht. Macht euch doch mal Obsidian-Farm. Habe ich mir auch gerade gedacht, werde ich jetzt auch gleich machen. Dass ich wenigstens irgendwas hinkriege. Aber wenn ihr Obsidian braucht, ich hab zur Not eine ganze Kiste voll. Dann hol ich mir einfach schnell selber was. Das ist jetzt einfacher. Dann würde ich mir schnell was leihen. Boost, boost. Du kannst die ganze Kiste leer räumen. Nein, Oscar, du würdest dir was farmen bei Ike. Genau. Ich würde mir was farmen bei Ike, genau. Oscar kennt den Witz dahinter nicht, glaube ich. Auf jeden Fall. Es gibt so eine spezielle Kandidatin, auf dem die Ike kennt, die sagt immer, sie geht farmen und die Farming-Tour geht dann in das nächstbeste Haus in die Kisten. Hier auf diesem Server? Nee. Okay. Auch wenn immer noch eine Insel frei ist, also wenn du irgendwann nochmal selbst anfangen möchtest, Oscar. Ich glaube, die Person kommt nicht mehr. Nee, das glaube ich auch nie, dass die nicht mehr kommt. Also Oscar, du kannst, wenn du unbedingt willst, auch selbst nochmal anfangen, das Modpack zu spielen hier auf dem Server. Nö. Dazu. Dazu ist mir die Insel da schon nicht so schön, aber habe ich auch nicht genug Effort reingesteckt, um dass es schön wäre. Also schön ist sie im Vergleich zu meinen sonstigen Sky-Inseln. Na, schön ist sie auf jeden Fall, aber ich habe nicht genug... Zeit, Lust. Nein, ich habe eben nicht genug Zeit reingesteckt. Und das ist schade wäre. Ach, also kannst du ruhig neu anfangen, denkst du? Das auch nicht unbedingt. Okay, wir sollten es nicht gleichzeitig benutzen. Ja, warte, noch einmal craften.
Was ist eigentlich hiermit? Was ist das hier? Dieses Manuel Mill. Das habe ich am Anfang viel gebraucht. Was macht das? GP. Red Power. Ja, Schuhe austauschen. Ich kann meine Schuhe austauschen, jetzt habe ich Schuhe, die Strom verbrauchen. Die können 4 Millionen... Das ist deutlich besser, weil das, dadurch, dass sie Strom verbrauchen, haben sie... Das ist ein Teil der Rüstung, die hinter ein Schild hat. Ich habe jetzt ein Schild, ein kleines. Wegen den Schuhen schon mal. Wie heißt die? Das ist jetzt noch die Wyvern-Rüstung. Hinterher werden wir alle Draconic-Rüstung tragen. Ach so. Es ist dieselbe ungefähr, nur in Orange. Aber die sehen fucking geil aus, die Rüstung. Wir hatten leider jetzt nicht genug Dias und alles, dass ich direkt die guten Teile davon bauen kann. Na egal. Aber man sieht's hier schon an der Rüstung. Wenn du auf meine Schuhe achtest. Warte, ich bin gerade kurz oben. Alter, wait. Ja, die sind halt okay. Mehr oder weniger gechiselt, die Schuhe. Und dadurch, dass ich jetzt ein Schild habe, sollte ich Blut opfern können, ohne auf mein Leben zuzugreifen. Das bedeutet... Ja! Blut. What? Das ist eigentlich nicht normal. Ja, da war er weg vom Fenster. Ne? Willkommen zurück, Pascal. Wie war der Tod? Das ist halt wirklich nicht normal, weil normalerweise wird das Schild dagegen halten. Oh, hab ich gerade mein Schild so schnell leer gesaugt. Hast du ein Schild? Oder hast du mehr Leben? Ein Schild. Also nicht mehr Leben? Nee. Und was ist, wenn der Dolch dein Schild ignoriert? Das tut er ja normalerweise nicht. Und warum habe ich jetzt ein Standbild? Weil du das Spiel verlassen musst. Oh. Das ist nichts Neues mehr. Das Standbild oder dass er das Spiel verlassen hat? Dass er das Spiel verlassen hat. Das kam heute schon sehr oft vor. Na, heute macht irgendwie mal 14 Wochen. Wobei, Taskmanager sagt, Minecraft fängt sich gerade wieder. Also könnte ich jetzt gleich direkt wieder, ohne das Modpack neu zu starten, wieder auf den Server kommen vielleicht. Möchten wir Software? Ja. Ja, bei mir läuft was. Läuft doch. Er rennt schon. So. Läuft bei dir. Rennt schon. Jetzt brauche ich noch die Dinger. Tier 2 habe ich hier. Jo, da werden wir uns über Tyrox mopsen. Also nochmal kurz. Oh, wow. Funktioniert nicht richtig. Was? Mein Schild wird nicht angekratzt. Also mein Schild wird auch angekratzt, aber ich verliere trotzdem Leben. Dies ist vorteilhaft. Mhm. Was wir gerade am meisten brauchen, sind so gesehen Dias. Und Draconium. Dias und Draconium. Plus Nether Stars werden. Oder was? Wie viele Stars? Ja, wir werden noch zwei weitere für mich alleine brauchen. Ach, vergiss es, wir brauchen noch mehr auf. Fuck. Ich sollte die Nether Star Automatisierung anfangen. Wie kriegen wir Nether Star? Ursache klatschen. Okay. Ich werde Nethers das wirklich automatisieren. Wieder der schöne Nether, der Blöcke wegfressen tut? Mittlerweile nicht mehr.
Die habe ich aber auch schon mal geschafft. Wir haben schon wieder zwei weitere Quests geschafft. Momentan bin ich nicht nach Questbook unterwegs. Das Ding, würde ich sagen, haben wir auch. Zwar nicht alle, aber wir haben's. Was denn? Crop Harvesting automatisiert. Also ich würde sagen, die Crops, die wir da hinten haben, also die neuen Stück, die ich da platziert habe, sind automatisiert. Ja. Nee, das ist jetzt schon, das ist die Draconics Sachen. Automate Weather Killing, nein. Na. Oh! Wir werden niemals das ganze Questbuch durchspielen können. Warum? Weil Eike ja wahrscheinlich als letztes Event den Chaos Guardian hat. Eine Quest ist, 4 Chaos Guardian zu töten. Naja, der könnte das doch trotzdem schaffen. Dann wird er halt 4-mal gelegt. Okay. Ich weiß, was ich jetzt mache. Den Chaos Guardian hier mal klatschen. Vibrant Alloy. Nee. Wir brauchen Diamanten, das bedeutet für mich, ich mache uns jetzt eine Diamantendimension. Wait, sind wir wirklich schon so weit, dass du diese Dimension machst? So weit sind wir nicht, aber ich kann schon mal damit anfangen. Dafür brauche ich erstmal. Dimension. Okay, kann ich nicht bauen. Falsche Dimension. Nee, Dimension Builder, das man braucht, um eine Dimension zu brauchen, braucht ein Awakened Draconium, wofür wir den Ender Dragon brauchen. Okay. Ist schon in Aussicht, dass wir den Ender Drachen irgendwann mal klatschen? Wenn Eigenportal ins End macht, ja. Der wird irgendwann drankommen, klar. Ich kann leider auch keinen Ender Dragon. Oh, warte. Dragon. Kann man den Ender Dragon irgendwie synthetisieren? Ike, passt schon. Ja. Wait, was war das? Was greift mich gerade an? Als nächstes wird dann erstmal der Reaktor geupgradet wieder. Ein Skelett hat dich abgeschossen. Ja. So, was haben wir hier? Eine Schmelze drinne. 52 Blöcke Nickel. Ernsthaft? Schon ein bisschen was. Gibt's hier den Player? Hier gibt's hier Nano-Beacon. Was ist denn der Nano-Beacon und nicht der Player-Beacon? Nano-Beacon wäre für unsere Base halt auch schon nice. Okay. Und
Gesundheit. Gesundheit. Ja, ich vergesse direkt mal wieder die Nano-Beacon. Doch, man kann extra Leben bekommen. Ja. Sollte man. Saturation, Strength, Water Breathing, Haste, Night Vision. Ah ne, in der Version nicht. Ha. In den späteren Versionen kannst du dir über den Nano-Beacon halt auch Health Boost geben. Als eine der nächsten Sachen, bevor wir wirklich an Blood Magic gehen, würde ich erstmal Botania machen. Okay. Na, Botania ist angenehmer. Aber auch wieder ein bisschen schwierig, wenn du nie ordentlich Mana produzierst. Water Dragon Eye. Hast du? Nö, sehe ich hier gerade bei Dragon Mounts. Ja, du kannst halt anscheinend auf Drachen auch reiten. Cool. Das spiele ich super arg. Wow. Sogar komplett disabled. Ach, leck mich doch. Oh, meine Lieblingsspielzeuge lassen sie mir hier gar nicht.